Hallo, ich bin Ulrich. Ja, und ich stehe in Kleve am Niederrhein und will jetzt gleich, es ist jetzt ungefähr 9.30 Uhr und heute ist der 7. Juni 2020, 9.30 Uhr Kleve am Niederrhein. So, und ich will jetzt gleich um 10 Uhr mit dem Omnibus nach Kalka fahren, um dann hierher zurückzulaufen. Das Besondere heute ist, das ist jetzt die erste Tour seit Corona. Ich war ja in Frankreich nochmal auf dem E2 und da sind ja die Ostertour, die erste Mai-Tour und die Pfingsttouren, die sind ja alle schon ausgefallen. Und auch mit diesen Tagestouren, ich wollte ja eigentlich auf dem E9 Februar, März, April, Mai und de facto auch schon Juni 5 Touren eigentlich vom Eiselmeerdamm schon halb in Rotterdam sein. Zumindest in Ilmulden oder wie heißt das Dorf, wollte ich alle Male schon sein. Und da ist ja alles nichts passiert wegen Corona. Ganzen Touren da in Frankreich, die werde ich wohl auch nicht mehr aufholen. Ich denke aber, dass ich die Touren da in Holland, also Nordholland und Südholland, durchaus noch aufholen kann. Müssen wir mal gucken. Ich war ja auch schon eine gute Woche wegen Corona zu Hause, weil als ich dann aus Frankreich wiederkam, am Tag danach wurde das zum Katastrophengebiet erklärt, weil da irgendein Evangelischer noch eine Messe gehalten hat, trotzdem man muss dazu sagen, für den Fall, dass das Video einige Jahre alt wird. Es gibt ja Videos, die wie dieses jeden Tag geguckt werden, mehrfach. Und andere versenken sehr schnell wieder. Die schönsten versenken meistens in der Versenkung, im Nirvana. Und die man eigentlich egal. So. Es gab seinerzeit noch keine wirklichen Verbote, Warnungen und so weiter. Es hieß zwar, niesen Sie in die Ellbeuge, wenn Sie im Zug jemanden treffen oder im öffentlichen Raum, der auffällig viel niest, gehen Sie dem ein bisschen weiter aus dem Weg als sonst. Aber diese ganzen Abstandsregeln und so weiter, das gab es seinerzeit alles noch nicht. Das kam dann erst. Danach kam es dann allerdings sofort richtig dicke Fette. Da muss man immer mal wieder dran erinnern. Ne? So. Und seitdem ist noch nicht viel passiert und darum gibt's auch nur eine kleine Tour, so irgendwie 20, 25 Kilometer auf dem E8 bis nach Kalka. 3 Monate, wo ich jetzt mehr oder weniger nichts gemacht habe. So, in Frankreich hatte ich ein paar Socken verloren im Februar. Also diese speziellen Wandersocken, die kennt ihr schon von Falke, ne? Mit rechts und links sortiert. Gut, die habe ich heute wiedergefunden. Die lagen nämlich im Zeltfach des Rucksacks. War ein Problem. Das war ja in Frankreich seinerzeit eine Schlammschlacht, die ihresgleichen suchte. Dann das Zelt musste ich überhaupt erstmal wieder zusammenpacken. Das war ja komplett nur zum Trocknen noch ausgelegt. Da stellt sich die Frage, man soll das ja nicht in die Waschmaschine stecken. Aber so wie das aussieht nach Frankreich, in dieser Schlammschlacht, ja. Gucken wir mal, was das alles gibt. Allgemein muss ich ganz ehrlich sagen, ist das so ganz gut. Wirklich fit fühle ich mich ehrlich gesagt nicht. Darum ja auch nur, man hätte auch bis Sonsbeck oder Zanten sicherlich durchlaufen können, lassen können. Das sind dann 45 Kilometer. Hätte dann aber auf Samstag passieren müssen. Heute ist Sonntag, weil der erste Bus fährt ja jetzt gleich erst um 10. Das ist recht spät. Dann bin ich frühestens 10.30 Uhr in der Strecke. Das ist alles kein Beinbruch, das geht. Aber schön ist anders. So, was haben wir noch neu? Solarzellen hat es neue gegeben, auch größere. So wirklich funktioniert hat das Ganze noch nicht. Müssen wir mal gucken, aber es funktioniert schon mal besser als das, was ich bisher an Technik so hatte. Dann hat es ja jetzt Gott sei Dank angefangen zu regnen. Ja. Und dann gucken wir jetzt mal, was der Tag bringt. Jetzt gehe ich gleich mal 9.45 Uhr, 9.50 Uhr die Bushaltestelle suchen. Und auch dieses Gerät hat gut funktioniert. Es hat ja jetzt, ich mache mal ganz vorsichtig so, eine Windows-Lizenz habe ich ja wieder angeschafft nach 20 Jahren Abstinenz, nach 20 Jahren nur mit Linux, nur mit Ubuntu, mit Ubuntu. Zuerst SUSE und dann Ubuntu. Habe ich nach 20 Jahren jetzt wieder eine Windows-Lizenz und ich muss doch sagen, das Formatieren dieser SD-Karten und das Aufspielen der Daten geht doch mit Windows erheblich einfacher als mit Linux. Also
Der Dislike-Knopf ist irgendwo da unten. Tut euch da keinen Zwang an. Ich weiß, ich bin da ein bisschen zynisch. So. Ja, ein Video, 5 Jahre europäische Fernwanderwege, hatte ich gesprochen. Und als ich da gestern mit anfangen wollte, das mal endlich zu schneiden und zu rendern, ja, wie in Belgien, war ein Satz mit X, das war wohl nix. Die Urlaubsvorbereitungen laufen und diese Wanderung ist eigentlich auch Teil der Urlaubsvorbereitung. Ich will jetzt, aktueller Sachstand ist, dass ich wahrscheinlich doch auf dem E10 in Österreich sein werde. Also von Eigenschlägli nach Salzburg laufen werde. Wahrscheinlich werde ich in Fraunau auf dem E6 in Bayern schon einsteigen und dann erstmal auf dem E6 bis Eigenschlägli und dann auf dem E10 in der Variante E10A über Braunau am Inn nach Salzburg. Aber aktuell habe ich eigentlich nur den E8 zur Verfügung, weil die Reisewarnungen bestehen ja aktuell noch. Seid vorsichtig, Corona ist ein Ding, ich gehe davon aus, man will es nicht haben. Wer mal Atemnot hatte und Corona geht ja angeblich auf die Lunge, dass da doch Vorsicht geboten ist. Ach ja, ich wollte mir eigentlich die Maske hier aufsetzen, um dieses Video zu sprechen. Habe ich jetzt vergessen. Endlich regnet es mal. Hoffentlich regnet es dieses Jahr mal vernünftig durch. Nee, natürlich, die 2 Wochen, die ich in Österreich auf dem E10 bin, da soll es dann bitte nicht regnen. Aber danach kann es dann meinetwegen wieder in Strömen ein. Spaß beiseite, ich werde gucken. Nee, bei Regen laufen, wie in Frankreich, macht natürlich nicht unbedingt Spaß, aber das Jahr war auch dieses Jahr schon wieder ziemlich trocken. So, dann gucke ich mal, dass ich den Bus finde und mal, wie es dann weitergeht. Heute, wie gesagt, nur eine kurze Tour, hatte ich ja gerade erzählt, so als Trainingstour, um überhaupt nach 3 Monaten nicht wandern und sich mehr oder weniger nicht bewegen, mal wieder reinzukommen. Ich bin in Kalka auf dem Marktplatz. Es ist jetzt 10.20 Uhr und das waren jetzt ja 87, 88 Kilometer. Und 1 Stunde 30 in Bewegung, 25 Minuten Pause. Ja, doch. Ist jetzt also 10 Uhr. Und jetzt wollte ich mal gerade noch mal ein bisschen was in Ruhe über die Anreise erzählen. Alt-Kalka. Also der Busfahrer, man kann gerade eben keine Fahrkarten im Bus kaufen. Steht das irgendwo? Nein. Nein. Also ich bin ganz bewusst über die Fahrplanauskunft der Deutschen Bundesbahn gegangen. Fing der Busfahrer an zu dir, das ist eine Fahrplanauskunft. Da sage ich ja, und in der Fahrpreisauskunft, die ich extra über den VRR abgerufen habe, steht auch nichts. Jetzt muss man ja mal fragen, kann man sich das eventuell denken? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß so viel, dass ich gestern im Supermarkt war und den Pfandcoupon ganz normal bar ausgezahlt bekommen habe, dass ich im Supermarkt überall ganz normal bezahlen kann. Da steht vielleicht mal ein Schild, zahlen Sie bitte bevorzugt mit Karte. Aber ich habe es noch nicht erlebt, dass Bargeld irgendwo wegen Corona nicht genommen wurde. So, und selbst wenn kein Bargeld genommen wurde, mit Karte hätte ich ja auch bezahlen können. Aber es geht ja gar nicht. Du kannst also im Bus gar keine Fahrkarten kaufen. Die Frage ist, wo steht das? In der Fahrplanauskunft der Bundesbahn steht es nicht drin. In der Fahrpreisauskunft vom VRR steht es auch nicht drin. So. Zum Schluss waren wir dann so weit. Ja, ich nehme sie mit, aber wenn ein Prüfer kommt, der wird sie fertig machen und ich kenne da kein Pardon. Ja, kann ich bestätigen. Ich habe lange im HVV gelebt, lege ich einen Link unten zu rein. Und ich habe auch schon erlebt, dass diese Prüfer Fahrgäste auch geschlagen haben. Gut, hätte man da einschreiten müssen? Die Frage will ich jetzt gerade mal nicht diskutieren. Hätte ich da einschreiten müssen? Hätte ein anderer einschreiten müssen? Ich weiß es nicht. Also die sind wirklich ruppig. Die wundern sich, unsere Politiker, dass die einen Nahverkehr anbieten, den keiner haben will. Ist es ein Wunder? Gut, wie ich immer sage. Ich fahre 42 Mal im Jahr Bus und Bahn. Und wenn da zweimal was schief geht, die beiden Male bleiben einem natürlich im Gedächtnis. Aber ich kann so viel sagen. In Deutschland fahren nur die Leute Bus und Bahn, die müssen. Wer sich irgendwie eine Möglichkeit hat, diesem ganzen Theater aus dem Weg zu gehen, der macht's anders. Gut, jetzt sind natürlich die Strecken, die ich zurücklege. Ich hätte auch von
Kleve nach Kalke natürlich ein Taxi nehmen können. Auch das wäre sicherlich möglich gewesen. Aber gut, da geht es dann irgendwann dann doch ins Geld. Und da kommt dann auch bei mir der Punkt, wo ich mir sage, die 20, 30 Euro, die das dann kostet mit dem Taxi, also die kann ich besser woanders einsetzen. Dafür nehme ich das dann in Kauf, dass ich dann auch mal Bus fahren muss. So, aber komisch ist, dass dann immer wieder so ein Scheiß passiert. Ne? Nicht stimmende Fahrplanauskünfte, nicht fahrende Busse und was man da so alles erlebt. Ja, und dann wundern die sich, dass keiner mehr Bus fährt. Außer die, die müssen. Mangels Alternative. Ja, mich wundert es nicht mehr, nachdem ich das jetzt gerade wieder erlebt habe. Die Frage bleibt, wo steht das? Oder muss man da von alleine drauf kommen? Was lernen wir daraus? Dass wir jetzt für die Tour nächste Woche ein bisschen vorbereiteter sein müssen, was die Fahrkarten dann angeht. Es stellen sich ja weitere Fragen. Ne? Die machen ein Theater, dass du YouTube-Videos blindentauglich machen musst. Ich weiß nicht, wie ich ein Video wie dieses blindentauglich machen soll. Dass es auch für Taubstumme verständlich sein muss. Ja gut, dafür gibt es Texteinblendungen. Aber die Texteinblendungen funktionieren ja so leidlich gut. So. Aber auf der anderen Seite schaffen sie es dann nicht mal, erstmal die grundlegenden Dinge auf die Kette zu kriegen. Wie kriegt denn jetzt jemand, der keinen Zugang zum Internet hat, eine Fahrkarte? Ne? Oder wir können auch noch ein bisschen provokanter fragen. Die können zum Mond fliegen, die wollen selbstfahrende Autos bauen, aber sie schaffen es nicht, einen funktionierenden Fahrkartenautomaten aufzustellen. Also jetzt bitte ich euch, irgendwo ist das doch eine Farce. Der tägliche, ganz normale tägliche Wahnsinn. So, jetzt habe ich mich abgeregt. Ihr habt hoffentlich den schönen Weg genossen und könnt mal in die Kommentare schreiben, was würde man jetzt für einen Blinden in die zweite Tonspur schreiben, was man hier jetzt sieht. Womit wir wieder beim Anfang wären. Aber ich bin ja angekommen. Gut. Ich weiß nicht so ganz, wie ich es jetzt mache. Europäischer Fernwanderweg E8. Rosterweg, Müllskipel, damit auch jeder sieht, wo man ist. Euroweg E8. Hier hängt nochmal eine ganz interessante Tasche. Ja. Da unten ist auch eine Wasserflasche. Das scheint eine Jacke zu sein und eine Wasserflasche. Die Frage ist eher, mich fasziniert eher, Entschuldigung, dass ich die Kamera jetzt nicht vernünftig führen. Was ist das da? Richtig mit Kasernen, das sieht fast aus wie eine Kaserne. Beleuchtet, ein Zaun. Naja, so. Eigentlich ist es auch schon 11 Uhr, nein, es ist, Moment, ja, 10.57 Uhr. Da ist wieder dieses komische Bauwerk, aber irgendwie, ah doch, da steht es doch, militärischer Sicherheits, dann ist das eine Schießanlage. Da sieht das Ganze noch aus, als wenn das der Kugelfang ist. Aber die scheint wohl wirklich noch in Benutzung zu sein. Ich frage mich jetzt gerade, was das meint. Uferbereich Baggersee betreten verboten vom 1. April bis 30. September. Angeln nur mit Angelerlaubnis. Ja, das ist was anderes, klar. Das hier scheint eine Müllanlage zu sein. Also irgendwie scheine ich hier rein zu dürfen und auch nicht rein zu dürfen. So ganz logisch ist das gerade alles nicht. So. Aber was denn für ein Baggersee? Schütten die den Baggersee hier mit Müll zu? Das sieht... Ja, da könnte irgendwie eine Müllverbrennung oder sowas sein. Ah, der ist aber ausgeflaggt, der Weg. Boah, mein lieber Scholli.
Hier kann keiner mehr sagen, dass er sich verläuft. Jetzt wird das klar, bitte nicht betreten. Dann ist dahinter wahrscheinlich der Baggersee. Und wir gehen nur hier am Ufer. Ja, so mag das plausibel erscheinen. Ne? Also so ganz allmählich, diese Schilder habe ich hier in Nord-NRW. Ja doch, die habe ich auch immer mal wieder gesehen. Aber wenn man mal anguckt, was da an Markierungen schon so alles war und überpinselt wurde. Ja, also irgendwie ist es schon fast zu viel hier. Aber man sieht diese Schilder immer mal wieder. Ja, und die mögen ja früher auch mal ihre Daseinsberechtigung gehabt haben. So, hier laufe ich jetzt auch. Diese Baustelle finde ich ganz interessant. Was ist das? Eine Frischwasserleitung, würde ich sagen, ne? Ja, da ist irgendwie noch gar nichts zu sehen. Keine Ahnung, ich bin kein Baustellenmensch. Es ist 12 Uhr. Ja, Zeit für den stündlichen Schwenk. Wir stehen im Wald. Wir stehen im Wald. Ja, es sind doch noch einige Leute unterwegs hier. Gerade war ich an so einer schönen Aussichtsplattform, wo man eben ein Schloss von einem Herrn Voltaire oder so sehen könnte. Ich weiß nicht, mich könnte ja mit diesen Schildern, wo dann drauf steht, ja, das hat der Herr Freiherr von so und wieso dann und dann gekauft und dann hat das dann und dann an den verkauft und also ja. Ne? Mich könnte damit jagen, mich interessiert es nicht. Okay, so. Oh, da kommt schon wieder wer von vorne. Was liegt denn da? Die zweite Tüte heute. Die eine Plastiktüte gerade eben, und da war ja heute Morgen schon mal eine Plastiktüte, wo auch eine Wasserflasche drin war. In Frankreich hat mir das auch schon mal den Arsch gerettet. Aber man findet immer wieder Wasserflaschen am Wegesrand. Gerade auch letztes Jahr in der Tschechei. Ich weiß nicht, wie viel teilweise ungeöffnete Wasserflaschen ich da gefunden habe. Es ist 13 Uhr. Da oben stehen schlaue Sprüche vom Voltaire oder wie auch immer. Ja, so, da bin ich gerade gekommen. Jetzt machen wir unseren Schwenk. Wie ihr seht, seht ihr Bäume. Ja, da mag der eine oder andere jetzt andere naturbelassenere und nicht so. So, aber es ist 13 Uhr und ich habe den ersten Grund zu motzen. Ha, endlich. Endlich, ich warte ja schon drauf. Seht ihr hier irgendwo, ich muss hier abbiegen. Oh, da kommt schon wieder, wer das schon wieder scheiße. Moment, doch. Ich habe doch keinen Grund zu motzen. Ich habe doch keinen Grund zu motzen. Da ist ein X. Kann ich jetzt motzen? Gemäß GPX muss ich aber ganz anders da. Jetzt stehe ich gerade, ja doch, ich habe Grund zu motzen. Und zwar gemäß GPX muss ich da jetzt den Wald hoch. Wir können auch erstmal ganz mutig dem X hier folgen. Mal gucken, wo uns das hinführt. Ja, also die Daten stimmen jetzt gerade allerdings nicht.
ich habe Grund zu motzen, endlich. Es hat ja auch lange gedauert, ne? Also, wie ich ja immer gesagt habe, gut, man ist hier, das ist kein IVV-Weg. Beim IVV ist es ja nun so, solange wie deine Wanderer meckern, motzen, schimpfen, ne, über alles Mögliche, solange hast du alles richtig gemacht. Wenn deine Wanderer zufrieden sind, dann wird es allmählich gefährlich. Dann musst du dir Gedanken machen, was habe ich falsch gemacht. So. Gut, und das ging ja auch schon so lange gut. Jetzt habe ich aber endlich einen Grund gefunden. Man kann nicht allzu viel falsch machen. Ne? Ich kann jetzt hier dieser Straße folgen, anstelle den Weg hier durch den Wald. Ich kann hier auch an jeder Stelle nach rechts abbiegen. Hier zum Beispiel, jetzt ist da. Da, ja. Hier muss ein Supermarkt. Seht ihr hier neben. Ah doch, das ist ein Edeka und ein Aldi, ja. Also infrastrukturtechnisch ist es ja durchaus wichtig. Da mache ich mir auch jetzt für den kommenden Urlaub nächsten Sonntag durchaus Gedanken drüber, wie die Infrastrukturlage da wohl ist. Also da sind mehr österreichische Supermärkte, ja, aber auch nicht an jeder Ecke. Wir kürzen gerade offiziell ganz kräftig ab. Das kenne ich ja nun so überhaupt nicht. Naja, also wie gesagt, ich bin ja zunächst mal froh, dass ich einen Grund zu meckern habe. So, und dann müssten wir da vorne. Das ist dann wieder der richtige Weg. Normalerweise wären wir außen irgendwie rumgegangen, gemäß Wellmacke Trails. Aha, ja, okay. So. Das ist ja auch ganz schön. Guck mal, da oben die Bank. Betreten des Betriebsgeländes verboten. Okay, was mag hier für ein Betrieb sein? Ja. Es ist 13.40 Uhr so ungefähr. Und ich bin mir ja nicht sicher, ob das da Kleve ist. Aber ich meine wohl, was ich so auf der Karte gesehen habe. Da waren ja auch, als ich letztes Mal hier war, Berge. Und ich komme mir hier vor wie in den Alpen. Naja, gut, wir schwenken mal. Hier ist nämlich noch ein schöner Rastplatz. Ja. Ja. Hier steht noch wieder so ein schlaues Schild. Hörerlebnis Schwanenburg. Über die Geschichte der Burg und wie sie zu ihrem Namen kam, erfahren Sie etwas unter dieser. Da könnte man ja gleich wirklich mal anrufen. Moment mal. Panorama. Mit ihren Heiraten waren die Klever Grafen ziemlich erfolgreich gewesen. Im 12. Jahrhundert hatte Adolf Ida von Brabant geheiratet. Keine schlechte Partie. War ein Glück, dass das heute eine relativ kurze Tour ist. Was ist das denn hier schon wieder? Also ich habe mir den Text gerade auch noch mal länger angehört, also oder zu Ende angehört via Telefon. Und ja, ich kann es nicht beurteilen, war ganz unterhaltsam über die Grafen und so weiter. Aber mehr als ein bisschen Unterhaltung ist es da nicht. Da kann man dann so aus Jux mal anrufen. Vielleicht auch um den Netzbetreiber mal ein bisschen zu ein bisschen zu ärgern. Wofür hat man so eine Flat, wenn man sie sowieso nicht gebraucht? Ja, was das jetzt hier sein soll? Da ist gerade der Rucksack aufgegangen, der Beckengurt. Mausoleum. Ist ungefähr 10 nach 2. Wir sind jetzt vom offiziellen Weg abgewichen, aber die Ausflaggung geht hier her. Sie ist auch immer noch vorhanden. Neben mir läuft die Straße und offiziellerweise soll ich eigentlich auf der anderen Seite der Straße. Also jetzt laufe ich ja
steuerbordseitig und gemäß offizieller Track soll ich ja backbordseitig der Straße laufen. Tut, wie man, ja, man hört die Straße. Aber gut, das ist natürlich klar, wo wir hier laufen. Habe ich in den beiden anderen Videos auch schon gesagt. Das ist natürlich hier dicht besiedeltes Gebiet. Das ist irgendwie logisch, ne? Wirklich filmen kann ich hier nicht, aber ich finde den Weg einfach irgendwie zu schön. Wir gucken mal in die andere Richtung. Sieht nicht viel anders aus, ne? Aber wir sind nicht mehr auf dem offiziellen Track. Ne? Aber der Bahnhof ist jetzt auch nur noch Luftlinie 1,5 Kilometer weg. Müsste also bis 15 Uhr Zieleinlauf irgendwie zu schaffen sein. Das ist schon geil. Es ist 14.45 Uhr und hier verlassen wir den Weg. Der offizielle Weg. Oh, hier sind unheimlich viele Menschen. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. So, der offizielle Weg geht irgendwie da weiter. Und wir müssen da zum Bahnhof. So, und dies ist irgendwie so ein Ding hier für die Städtepartnerschaft. Und ich schlage mich jetzt hier mit Navi durch bis zum Auto. Ja, Zieleinlauf 15 Uhr. Den Rest muss ich dann mal finden. Ich kann schon mal vorwegnehmen, es war eine schöne Tour. Wenn jetzt nicht noch Gott weiß, was anderes schief geht. Die Ausflaggung weicht allerdings an wenigstens zwei Stellen massiv von der eigentlichen Wegeführung ab. Da steht das Auto. Ja. Das mag ich ja, diese Brücken. Über den Zug. So. Ja, es zieht sich zwar irgendwie wolkentechnisch zu, aber wirklich regnen will es nicht. Erstens, ich bin wieder da. So, zweitens, was ich gerade festgestellt habe, die Heckklappe vom Rucksack war die ganze Zeit auf. Ich hoffe mal, dass nichts Wesentliches rausgefallen ist. Dann hat sich gerade rausgestellt mit der Fahrkarte, das ganze Theater heute Morgen war unbegründet. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Die Fahrkarte für den Bus kannst du am Bahnautomaten kaufen. Ja, in Hamburg geht das auch. Naja, muss mir jetzt die Frage, die sich mir stellt, muss man da wissenschaftlich tätig werden? Gut, das riecht mir ja den ganzen Tag schon auf. Gut, technische Daten. 18,2 Kilometer, es ist 15.02 Uhr, 5,2 km/h in Bewegung, 3,9 km/h Gesamtschnitt, 10 Meter über Normal Null, 3 Stunden und 28 Minuten in Bewegung, 1 Stunde und 11 Minuten im Stand. So, das hatte ich das schon gesagt, das war eine schöne Tour. Die Tour wich an zwei Stellen massiv von den GPS-Daten ab. War sehr schön angelegt. Ich weiß natürlich nicht, wie der offizielle Weg dann aussieht, aber ich habe mich heute mal an die Ausflaggung gehalten. Was mich überrascht, ist 18,2 Kilometer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwie mit 25 oder sowas kalkuliert gehabt. Das kann aber an den Wegeänderungen auch liegen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Gut, so, dafür, dass ich jetzt seit Februar, Anfang Februar, wenn ich das richtig weiß, nichts mehr gemacht habe, lief das heute ganz gut und dafür waren 20 Kilometer auch ganz angenehm. Zanten beim nächsten Mal, ich denke, dass ich auf Kadaver jetzt endlich wieder, ich war, 1, 2, 3, ich war ja heute Morgen am Überlegen, ob ich einen Arsch überhaupt rauskriege. Eigentlich wollte ich gestern schon los, aber mit Einkaufen, gut, ich wusste ja jetzt nicht, dass es so wenig nur an Kilometern ist. Auf alle Fälle habe ich auch gelernt mit Corona, da musst du jetzt wegen Fahrkarten so ein bisschen
Aber online kannst du die gar nicht alle kaufen. Das geht ja gar nicht. Ist ja in Frankreich schon ein Riesentheater. In Deutschland erst recht. Andersrum ist in Deutschland schon ein Theater. In Frankreich erst eine. Eins, zwei, drei. Naja, egal. Online jedes Mal über ein anderes Portal, jedes Mal wieder anmelden. Und also, ich sehe das nicht. Muss man mal gucken. Zanten hat ja auch einen Bahnhof. Und jetzt weiß ich ja, dass ich die am Eisenbahnfahrkartenautomat kann ich auch die Busfahrkarten kaufen. Die Frage ist, muss ich da wissenschaftlich tätig werden und muss ich sowas rauskriegen irgendwie? Wie weit kann man erwarten, dass man da irgendwo darauf hingewiesen wird, dass es die Fahrkarten jetzt nicht mehr beim Busfahrer gibt? Ich weiß das alles nicht. Also gut, zu Corona, das ist natürlich alles ein bisschen merkwürdig und jeder kocht da so seinen eigenen Brei und der eine sagt, wir wollen kein Bargeld und der andere sagt, wir nehmen auch... Ach, jetzt ist... Weißt du? So. Jo, jetzt mal gucken, wie ich nach Hause komme. Unterwegs ein Fresstempel der Systemgastronomie, der war da oben irgendwo. Aber die Autobahnauffahrt war auch irgendwie gesperrt. Da muss ich mal gucken, wie ich das jetzt alles auf die Kette kriege. Bis dahin, tschüss.